Olympiasieger über Olympiasieger. Felix Loch, Georg Hackl und die ganzen Skinachwuchs-Stars. Alle sind da beim Trainieren. Jetzt muss ich direkt meine Mutter mal fragen, was für mich erzählt. Markus, bist du da? Hallo, Hilde, grüß dich. Servus. Jetzt machen wir die viel zu mit. Dann kreist dich schon auf Skifahren und zeige dir ein paar Übungen. Ob man was ausgedacht für dich. Logisch, freue mich, wenn du mir mehr Zeit hast. Dort machen wir Ausfallschritt-Kniebeugen. Auf instabilen Untergründen. Genau, jetzt gehst du tief. 10 Wiederholungen, weil die intensiver sind auf diesen natürlichen Untergründen. Sehr gut. Da werden praktisch mehrere Muskeln auf einmal angesprochen, oder? Ja, macht man Rumpf und Beine mit. So, jetzt trainieren wir mit den Beinen als Funktionshandeln. Nur Bauch- und Rückenmuskulatur über Rotationen. Gehst in eine bisschen tiefere Position von der Gegenseite und schön aufziehen. Genau, dass man die Rotation mit drin hat. Dass man schräge, geraden Bauch, geraden und die tiefe Rotation im Rücken merkt. Die sind echt super, weil sie die so schön mit dran. Genau. Mein Lieblingsgerät. Jetzt machen wir noch zwei Übungen auf dem D-Move. Und zwar als Vorbereitung zum Beispiel auch für das Langlauftraining. Haben wir eine Skating-Variante nach außen und innen. Stabilisieren von der Beinachse, dass man Atemdruck aufbleibt. Machen wir 10 Stück, dann bleiben wir in der Mitte stehen und jetzt machst du wie beim klassischen Langlaufen Schrittbewegungen. Und jetzt. Genau. Das waren jetzt Übungen im Studio. Übungen ohne Geräte findet ihr dann in Teil 2. Viel Spaß!